Kathi. Ariane, da bist du ja endlich. Ich warte schon seit einer Ewigkeit auf dich. Ich war mit deinem Cousin Heiko im Park spazieren und habe ihn ein wenig besser kennengelernt. Heiko. Er ist ein aufgeweckter junger Mann und nicht unsympathisch. Ich glaube, er liebt Sophia wirklich. Mhm. Kann schon sein. Langweile ich dich? Nein, nein. Es ist nur... Was? Nichts. Du hast doch was. Ich weiß nicht, ob ich es dir sagen soll. Kathi, raus mit der Sprache. Oh, es ist wirklich... Ich musste mit ansehen, wie sie sich geküsst haben, mitten im Büro. Von wem sprichst du, Kathi? Drück dich bitte klar und deutlich aus. Von deinem Mann und von Frau Heilmann. Ich hatte einen Termin bei deinem Mann. Da haben sie sich vor meinen Augen abgeknutscht. Das ist wirklich die Höhe. Jetzt habe ich Angst, da noch mal hinzugehen. Nachher erwische ich sie noch dabei, wie sie es dort miteinander treiben. Die hatte doch recht, dass wieder was zwischen den beiden läuft. Sie hat ihn wieder rumgekriegt. Diese miese kleine Schlampe. Was ist zum Heulen? Zum Heulen? Ariane, ich bitte dich, das ist nicht zum Heulen, das ist zum Kotzen. Du darfst dir das auf gar keinen Fall gefallen lassen. Was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Du musst diesem Flittchen verdammt nochmal die Meinung sagen. Die Meinung sagen? Das hätte ich doch schon längst tun sollen. Dafür ist es doch jetzt zu spät. Willst du ihr so kampflos das Feld überlassen? Hast du denn überhaupt keinen Rückgrat? Na, ist doch wahr. Diese Frau zerstört deine Ehe und du siehst tatenlos zu. Du hast recht. Das kann ich nicht so hinnehmen. Du musst sofort zu ihr und ihr die Meinung sagen. Diese Person hat aus deinem Leben zu verschwinden. Und zwar für immer. Alle verheirateten Frauen werden es dir eines Tages danken. Ich will meinen Mann wiederhaben, er gehört mir. So gefällst du mir. Ich gehe sofort zu ihr. Die kann was erleben. Aber bitte sei vorsichtig. Maren Heilmann steht nämlich auch auf Frauen. Am liebsten wäre uns Kalifornien. San Diego oder so. Wird die Reise nicht stinklangweilig für Heiko? Ich meine, du musst ja die ganze Zeit die Schulbank drücken. Da kennst du Heiko aber schlecht. Der langweilt sich nie. Ich hab dich so vermisst. Ihr seid jetzt schon weit weg. Ich war mit deiner Mama spazieren. Die ist richtig hip. Vielleicht sollten wir sie mit nach Amiland nehmen. Mama, bloß nicht. Ich bin froh, wenn ich die beiden nicht mehr zu Gesicht kriege. Mich werdet ihr aber nicht so schnell los. Ich komme euch besuchen. Oh ja. Und wenn Heiko mir seinen Kompass leiht, finde ich euch überall. Es ist trotzdem nicht dasselbe. Stimmt. Hört das bunte Leben dann auf. Deshalb will ich auch nicht, dass wir auseinandergehen. Warum kann unser Amerika nicht hier sein? Stellt euch mal vor, es wird total schrecklich. Ihr landet in einer Familie, die ständig in die Kirche geht. Und ihr müsst im Kirchenchor singen. Solange ich nicht als Cheerleader rumturnen muss. Doch, das will ich sehen. Hi. Eigentlich haben wir es ja ganz schön hier. Mhm. Bald nicht mehr. Ist es wirklich so schlimm, wenn wir weggehen? Ach Leute, jetzt werdet doch mal nicht so sentimental. Wichtige Unterlagen vergessen. Es ist noch mal gut gegangen. Oh, schön. Aber ich kann das Schächtelchen nicht finden. Hat Judith schon was gemerkt? Nein, aber es war kurz davor. Ach. Sie wollte unbedingt die Ringe anprobieren. Danke. Noch ein Geheimnis, was uns verbindet. Wie hast du es denn geschafft? Es ging ganz von alleine. Heute Morgen.
Ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Du musst dich nicht gleich entscheiden. Du hast ja noch ein Leben lang Zeit dafür. Frau Wellinghoff, was kann ich für Sie tun? Wir müssen reden. Ich wollte gerade gehen. Ihr Mann erwartet mich im Büro. Nein, mein Mann ist zu Hause. Ich habe noch einiges vorzubereiten, bevor er kommt. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Wenn es um die Stiftung geht, dann bitte ich Sie, mich im Büro anzurufen. Alles Weitere klären wir dann telefonisch. Und das soll jetzt immer so weitergehen? Ich verstehe nicht. Wissen Sie, was Sie sind? Die Assistentin Ihres Mannes, ja. Und das seit 10 Jahren. Nein, das sind Sie nicht. Sie sind nichts als ein billiges, sexbesessenes Flittchen. Frau Wellinghoff, gehen Sie jetzt nicht zu weit. Ich? Wenn Sie glauben, dass Sie mir meinen Mann stehlen können, dann werden Sie eine böse Überraschung erleben. Ihr Mann ist erwachsen. Er kann selbst bestimmen, mit wem er seine Zeit verbringt. Mein Mann und ich sind seit 30 Jahren glücklich verheiratet. Glücklich nenne ich etwas anderes. Verschwinden Sie aus unserem Leben! Wollen Sie mir drohen? Ich habe Ihr Intrigenspiel viel zu lange geduldet. Sie Schlampe. Für die Schlampe verlange ich eine Entschuldigung. Und ich verlange, dass Sie sofort kündigen. Ich werde niemals kündigen. Ihr Mann braucht mich. Und sagen Sie nie wieder Schlampe zu mir. Hier, trinken Sie, das beruhigt. Lassen Sie das. Frau Wellinghoff. Das bringt doch nichts. Lassen Sie uns doch in Ruhe. Wagen Sie es ja nicht, mich anzugrapschen. Sie Schlampe. Einen wunderschönen guten Morgen, Vater Wellinghoff. Sie schon wieder? Haben Sie kein eigenes Zuhause? Doch. Ich will nur Sophia zur Schule bringen. Dafür haben wir einen Fahrer. Na, der soll mal gemütlich einen Kaffee trinken. Wir nehmen das Fahrrad. Frische Luft ist gesund. Wollen Sie mich belehren? Mm-mm. Ich wollte mich bedanken. Bedanken? Ja, dass Sie mir Sophia anvertrauen. Amerika ist ein großes Land. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich Sophia mit Ihnen nach Amerika fahren lasse. Nein, das habe ich keine Sekunde lang geglaubt. Sie scheinen mich gut zu kennen. Ja, gut genug, um zu wissen, dass Sie ein Kontrollfreak sind. Okay, Sie haben gewonnen. Sophia bedeutet mir sehr viel. Das will ich hoffen. Und wehe, ich höre auch nur eine Klage von ihr über Sie. Das wird mit Sicherheit nicht vorkommen. Trinken Sie noch einen Kaffee mit mir, sozusagen als kleines Friedensangebot. Das würde ich sehr gerne, aber Ihre Tochter wartet. Tschüssi. Marvin, was gibt's? Wie, meine Frau? Was hat sie denn bei dir gewollt? Jetzt beruhige dich erst einmal. Wo ist sie denn hin? Ich bin sofort bei dir. Hat es eben bei dir geklingelt? Wenn es Ariane ist, lass sie auf gar keinen Fall noch einmal herein. Aussieht, war Ariane schon hier. Ich bin noch ganz geplättet. Sie hat angekündigt, dich heute besuchen zu wollen. Es tut mir leid, dass ich dich nicht rechtzeitig warnen konnte. Die ist hier wie eine Furie reingefegt. Ariane ist krankhaft eifersüchtig, aber nicht so niemand verschont. Die Frau ist doch krank! Ich habe Alexander schon angerufen. Er müsste jeden Augenblick hier sein. Ich gehe dann wieder und ich werde versuchen, Ariane wieder etwas runterzukochen. Wie kann man nur so verbiestert sein? Das ist wirklich abartig. Wenn die noch einmal hier auftaucht, dann zeige ich sie an, wegen Hausfriedensbruch. Du Arme. Kann ich vielleicht noch schnell ein Glas Wasser haben? Ja, natürlich.
Trotzdem vielen Dank, dass du mich warnen wolltest. Oh, ich bin völlig benebelt. Ich hab's dir doch gesagt. Frauenfreundschaften sind extrem wichtig. Danke. Hallo. Hallo, Bianca. Na, wie sieht's denn aus? Ich bin wieder unberingt. Wie hast du ihn denn abgekriegt? Es ging ganz von selbst. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, war er nicht mehr dran. Ich gratuliere. Jetzt liegt er wieder da, wo er hingehört, in seinem Schmuckschächtelchen neben Judiths Bett. Oh, Gott sei Dank. Bist du glücklich? War schon mal glücklicher. Aber nicht jeder Herzenswunsch kann in Erfüllung gehen, oder? Leider nicht. Als ich klein war, habe ich immer gedacht, wenn man nur fest genug daran glaubt, geht jeder Wunsch in Erfüllung. Das stimmt leider nicht. Sonst hätte ich mindestens 8 kleine Belger, die um mich herumspringen. Manche Schmerzen kommen immer wieder. Aber wenn man sich in den Schmerz hineinfallen lässt, dann sind wir ein Fass ohne Boden. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was deine Frau für einen Aufriss gemacht hat. Ich dachte, sie hätte sich längst daran gewöhnt, dass wir... Ach, und ich dachte, sie zerlegt mir die ganze Wohnung. Seltsam. Ariane ist doch sonst nicht so aggressiv. Sie muss vor Eifersucht ganz zerfressen sein. Das wird ein Nachspiel haben. Was sie sich da erlaubt hat, ist ungeheuerlich. Ach, lass mal. Weißt du, eigentlich tut sie mir eher leid. Sie tut dir leid? Ja. Sie ist einfach nur eine verbitterte, keifende Ehefrau. Ariane hat auch ihre guten Seiten. Hauptsache, sie belästigt dich nicht weiter. Geht es dir jetzt wieder besser? Oh, eigentlich wollte ich schon längst im Büro sein. Aber auf den Schreck lasse ich lieber ein Bad ein. Das wird uns beiden gut tun. Wenn es das ist, was du brauchst, dann gern. Aber lass es nicht wieder 60 Grad heiß werden. Langsam gehört ihr Bergers mehr und mehr zur Familie. Heiko ist Sophias Freund. Sie sind Judiths Trauzeugin. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Wir treffen uns in der Tiefgarage neben der Wellinghoff-Bank, 17 Uhr. Ich nehme das Geld gleich mit, seien Sie pünktlich. Sie wird sicher das Kleid tragen, das du anhattest. Du sahst wunderschön aus in diesem Kleid.